Dank. Vielen Dank, Dota. Und jetzt kommt das, was dem Anmelder einer Demonstration am meisten Spaß macht. Uwe Hicks von den Naturfreunden, nämlich das Verlesen der Auflagen für diese Demonstration. Uwe. So, ihr Lieben, jetzt kommt das Wichtigste und alle hören mir ganz genau zu, weil das niedersächsische Versammlungsrecht schreibt vor, dass Teile der Auflage verlesen werden und es steht unter anderem drin, der Versammlungsleiter hat die Aufgabe, jeden einzelnen Demonstranten zu überwachen, dass er das auch einhält. Also ich schaue mich hier schon mal um, aber wenn ich mich hier umschaue, sehe ich vor allen Dingen ein Potenzial von Menschen, die gemeinsam demonstrieren wollen, die gemeinsam etwas deutlich machen wollen. Und ich sage mal so, auch wenn man das eigentlich nicht darf als Versammlungsteilnehmer, wir haben bei Atomkraftwerken und beim Castor gezeigt, dass es durchaus sehr unterschiedliche Formen von Widerstand gibt. Und wenn irgendwann mal eine Sitzblockade notwendig ist, ich stehe zumindest bereit, auch eine Sitzblockade zu machen, aber heute dürfte das auf keinen Fall machen. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt kommen die Auflagen für die Versammlung. Hört mir also schön zu. Fünftens, das muss ich vorlesen. Die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Kraftfahrzeugen beziehungsweise auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Anhängern an Kraftfahrzeugen ist nur gestattet, und jetzt wird's klasse, wenn die Voraussetzung der zweiten Verordnung über Ausnahme von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, Klammer auf, vom 28.02.89 zuletzt geändert durch Artikel bababa und das Merkblatt über die Ausrüstung im Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen eingehalten wird. Also liebe Freunde und Freunde, wir können lernen, wir müssen uns genauso verhalten wie bei Brauchtumsveranstaltungen. Sollte Herr Obama, sollte Frau Merkel vorbeikommen, ein dreifach donnerndes Hello scheint also erlaubt zu sein, sodass wir das also deutlich machen können. Zweite Auflage, die ich euch verlesen muss. Auf dem Opernplatz sind die Opernhaustreppe und der Zugang zum Opernhaus freizuhalten. Das Betreten und Verlassen des Opernhauses durch den Haupteingang muss möglich sein. Also lasst sozusagen die Menschen ins Opernhaus. Und jetzt kommt die Auflage. Dies ist dadurch sicherzustellen, dass mindestens dreifach übereinander Flatterband vor dem freizuhaltenden Bereich angebracht wird und dass OrdnerInnen zusätzlich diesen Bereich abschirmen. Also sollt ihr Abschirmer da treffen, glaubt denen, ihr dürft sozusagen das Opernhaus nicht hinkriegen. Und die letzte Auflage, die ich euch verlesen muss, die Zugänge zu den anliegenden Geschäften, Gebäuden, Einrichtungen etc. dürfen nicht blockiert, da sind wir jetzt bei der Frage, dürfen nicht blockiert oder versperrt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden, Passantinnen und Passanten etc. muss das Betreten und Verlassen noch möglich bleiben. Die Beschränkung von 6 Opernhaus bleibt unberührt. So, jetzt seid ihr dann richtig auf die Demonstration eingestimmt. Wir werden heute in Hannover zeigen, dass wir bunt auf die Straße gehen, dass wir kreativ auf die Straße gehen, dass wir gemeinsam zeigen, dass der Widerstand ein Widerstand ist, der so breit aufgestellt ist, dass die Damen und Herren im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament oder die Damen und Herren Merkel und Obama gar nicht anders können, wie auf uns zu hören. Und wir machen auch deutlich, wir gehen auf die Straße so lange, bis TTIP beerdigt ist, bis CETA nicht verabschiedet wird, bis TISA nicht mehr stattfindet, weil wir vertreten hier die Gesellschaft, die Demokratie erhalten möchte, Ökologie erhalten möchte, Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhalten möchte. Und deshalb schön, dass ihr da seid. Die Auflagen sind verlesen. Danke. Ja, lieber Uwe, herzlichen Dank, Uwe. Das war übrigens nicht das Kabarettprogramm, auch wenn er derzeit jetzt so eine schöne Figur macht hier, sondern das war das, was wir sehr ernst heute am Tag nehmen müssen. Und wir sind sehr begeistert, wie viele Menschen heute schon hier sind auf dem Platz. Wir haben gehört, dass ganz viel noch vom Bahnhof und von den Bussen auf den Platz hier strömen. Es ist großartig, wie viele ihr jetzt schon seid. Herzlich willkommen nochmal.
viele, wir sind bunt. Und wir sagen TTIP! Stoppen! Stoppen! TTIP! Stoppen! Ja, das geht noch ein bisschen lauter. Nochmal. TTIP! Stoppen! CETA! Nochmal. CETA! Stoppen! Ja, das hört sich doch alles schon viel besser an. Das üben wir heute noch mal einen Tag. Es ist nicht nur so, dass Merkel, auch andere haben sich noch angesagt. Juncker kommt. Der Bundeswirtschaftsminister Gerwey kommt, unsere allseits, ja, alles noch nicht alles, unsere allseits geliebte EU-Kommissarin Cecilia Malmström kommt auch noch. Und sie alle wollen diese Hannover-Messe missbrauchen für ihre Pro-TTIP-Propaganda. Und wir werden ihnen das Spiel verderben, weil wir sagen, stopp TTIP, stopp CETA. Ist doch eine Unverschämtheit. Wir waren eine Viertelmillion Menschen im Oktober in Berlin auf der Straße. 3,4 Millionen Menschen haben die europäische Bürgerinitiative Stop TTIP unterzeichnet. Und noch immer meinen sie, sie können diese Abkommen gegen uns durchsetzen. Wir müssen ihnen jetzt langsam klar machen, dass das nicht läuft. Ja, und wir werden euch heute hier durch diese Veranstaltung führen. Wir, das sind Marita Strasser und Ernst-Christoph Stoiber. Marita ist Campaignerin bei Campact und hat derzeit eigentlich nichts anderes zu tun, als TTIP und CETA, also TTIP, zu verhindern und kommt eigentlich zu nichts anderem mehr. Und Ernst-Christoph Stoiber ist vom D&D aktiv seit vielen Jahren in der Umweltpolitik, in der Wirtschaftspolitik und auch aktiv in den verschiedenen Bündnissen und hat auch kaum was anderes zu tun, als TTIP und CETA zu stoppen. Das ist der Trägerkreis der Demo hier heute. Das ist das Bündnis TTIP unverhandelbar, der Trägerkreis der EDI. Und zu guter Letzt wollen wir aber doch nochmal zu einem ernsten Thema kommen. Wir treten ein, liebe Freundinnen und Freunde, für eine solidarische Welt, in der Vielfalt eine Stärke ist. Und auf unserer Demonstration gibt es deshalb keinen Platz für irgendwelche Formen von Rassismus, Rechtspopulismus und Anti-Amerikanismus. Diese Demonstration wird getragen von einem breiten Bündnis von Organisationen der Zivilgesellschaft, die für Demokratie, Vielfalt, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit eintreten. Hier ist kein Platz für Trittbrettfahrer, die diese Demo nutzen wollen, um menschenfeindliche, ausgrenzende Parolen zu verbreiten. Und wenn ihr hier Transparente entdeckt, die in so eine Richtung geht, dann bitte weist diese Menschen höflich darauf hin, dass das hier unser Konsens ist. Und auch die Ordnerinnen und Ordner sind angehalten, ein Auge drauf zu haben. Und jetzt geht's los mit der eigentlichen Demonstration und dem ersten Redner. Begrüßt mit mir Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Georg Janssen eigentlich haben die Bauern heutzutage, kommen sie kaum mehr dazu, sich um das Land und ihre Tiere zu kümmern. Sie müssen um ihre Existenz kämpfen, denn die Agrarindustrie drängt sie immer mehr in die Ecke. Und wie sich TTIP und CETA auf diese Situation der Bäuerinnen und Bauern auswirkt, das wird uns jetzt Ernst-Christoph Janssen von der ABL erzählen. Ja, ich kann ihn hören. Ja, liebe Marita, lieber Ernst Christoph, immer noch Georg Janssen, macht nichts, wir sind alle etwas aufgeregt. Wir haben alle euch gebeten zu kommen und ihr seid gekommen und die Sonne scheint. Schön, dass ihr da seid. Ein besonderes Dankeschön möchte ich an die Bäuerinnen und Bauern richten. Einige von ihnen, nämlich 35, sind heute noch früher aufgestanden. Aufgestanden, um mit dem Trecker hier nach Hannover zu kommen. Wir haben schon eine Anti-Trecker-Demo
TTIP-Stadtrundfahrt hinter uns. Wir haben den Minister Meyer besucht und wir haben ihn unmissverständlich klar gemacht, dass es wichtig ist, dass eine rot-grüne Landesregierung eine klare Furche zieht zu CETA und zu TTIP. Und wir erwarten auch von den grünen Ministern, dass sie ein klares Nein zu diesen Freihandelsabkommen sprechen. Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Wir dürfen nie vergessen, dass über 30 Millionen Menschen zurzeit auf der Flucht sind. Sie fliehen vor Krieg, vor Armut, vor Hunger. Und ich finde es unerträglich, wenn Rassisten meinen, auf dem Rücken dieser schwachen Menschen ihre Suppe kochen zu können. Deshalb keine Fußbreit für rassistische Äußerungen hier auf dieser Veranstaltung. Ein Bauer hat auf seinem Banner geschrieben, 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Politiker, habt ihr immer noch nicht verstanden? Stoppt die Freihandelsabkommen! Wir haben auch bewegte Zeiten in der Landwirtschaft. Marita hat es angesprochen. Meine Verwandten im Weser-Elbe-Gebiet, sie melken seit einem halben Jahr für einen Milchpreis unter 30 Cent, zuletzt 23 Cent. Und es gibt eine erste Molkerei in Nordrhein-Westfalen, die zahlt im April 15 Cent aus. Das geht an die Nieren. Das ist brutal. Das ist Strukturzerstörung. Und wenn dazu noch bei den geplanten Freihandelsabkommen die Zollschranken fallen gelassen werden sollen und noch mehr Milch, noch mehr Fleisch auf die Märkte kommen, dann werden die Preise noch weiter in den Keller gehen. Und deshalb haben wir gute Gründe als Bauern für einen gerechten Welthandel, für faire Preise und gegen diese Freihandelsabkommen aufzutreten. Wir möchten euch um Unterstützung bitten für Bauernhöfe statt Agrarfabriken, für die Bewegung Eine Landwirtschaft. Und für die Wir-haben-es-satt-Bewegung. Wir haben es nämlich satt, die Steigbügel für die Gewinner dieser Freihandelsabkommen zu halten. Die internationalen Agrarkonzerne. Wir haben unseren Platz bei euch, bei der Zivilgesellschaft und nicht bei den Konzernen. Wir möchten gesunde Lebensmittel erzeugen, gentechnikfrei, hormonfrei, regionale Produkte, Qualitätsprodukte, das ist unsere Antwort. Und Frau Merkel, Herr Gabriel, die sagen, richtet euch nicht auf. Die Standards, die werden nicht aufgeweicht, die werden geschützt. Gut, dass diese Bewegung wachsam ist, dass sie genauer hinguckt. Was ist denn beim CETA-Abkommen passiert? Natürlich kann die EU nicht sagen, ja, kommt man rein mit eurem Hormonfleisch. Aber was sie gemacht haben, sie haben einen Marktzugang weit erhöht. Über das 16-fache an Schweinefleisch soll auf dem Markt, über das 12-fache am Rindfleisch, damit die Preise noch weiter in den Keller gehen. Und genau deshalb sagen wir, es ist jetzt die Aufgabe, auch CETA zu stoppen. Und Gentechnik, da sollen wir uns nicht aufregen. Auch da gucken wir genau hin. Was hat denn die EU-Kommission, was haben die EU-Mitgliedsregierungen im letzten Jahr beschlossen? Sie haben beschlossen, dass es nationale Anbauverbote geben kann in den Mitgliedstaaten. So weit, so gut. Das ist eine Kraft der gentechnikkritischen Bewegung, die das seit Jahrzehnten gefordert hat, dass wir keine Gentechnik auf den Acker bringen werden. Aber was haben die europäischen Mitgliedsregierungen gemacht? Sie haben
den internationalen Gentechnikkonzernen ein Mitspracherecht eingeräumt. Man muss erst einmal die Konzerne fragen, ob sie denn mit diesen nationalen Verboten einverstanden sind. Eine Unverschämtheit, ein Kniefall vor diese Gentechnikkonzerne. Und deshalb sagen wir über unsere Lebensgrundlagen, da entscheidet die Zivilgesellschaft und nicht die Konzerne. Unser letzter Gedanke von meiner Seite. Es wird von interessierten Politikerinnen und Politikern jetzt vorgeschlagen, bei der Landwirtschaft und bei den Lebensmitteln, da wird es kompliziert. Dann können wir es doch ausklammern. Da halten wir gar nichts von. Unser Platz als kritische Bauernorganisation, als Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und als Agrarbündnis Niedersachsen ist der Platz Seite an Seite mit Gewerkschaftern, mit Kulturschaffenden, mit Umweltschützern, Tierschützern, mit Verbraucherschützern, mit Dritte Weltorganisationen. Sie sind es nämlich, gerade die Länder in den Ländern des Südens, sie sollen die Verlierer sein. Auch das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen eine internationale Solidarität, gerade auch mit den ärmeren Ländern, haben. Und deshalb ist es richtig, wenn ein Bauer auf seinem Banner geschrieben hat, unsere Stelle, die können wir alleine ausmisten. CETA und TTIP, das schaffen wir nur gemeinsam. Und mit der bäuerlichen Notgemeinschaft in Wendland zu sprechen, niemals aufgeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Georg, einem der größten Kämpfer für eine andere Landwirtschaft in diesem Land, und ich betrachte das als Ehre mit der Namensverwechslung. Und Georg ist, es zu bescheiden, das selber zu sagen, auch einer mit der Gründungsväter dieser Demonstration gegen TTIP und CETA, weil er die Wir haben satt Demonstrationen jeden Januar, jedes Jahr organisiert hat. Und ich erinnere mich noch genau, im letzten Jahr, 2015, im Januar, war die Wir haben satt-Demo in Berlin die erste größere Demo in Deutschland gegen TTIP und CETA. Georg Janssen, herzlichen Dank. Auch unser nächster Redner kommt aus einem Land, das viel mit Landwirtschaft zu tun hat, aber deswegen haben wir ihn nicht eingeladen, sondern weil er kommt aus Holland, weil die Holländer einen Weg gehen, der beispielhaft ist für Europa. Hier soll nämlich das Volk entscheiden über TTIP und CETA. Hier soll es eine Volksinitiative zu CETA und dann auch später zu TTIP geben. Und diese Volksinitiative wird vorbereitet von einem ganz breiten Bündnis, an dem unter anderem Mehr Demokratie, Footwatch, Milieu Defensiv, das ist die holländische Sektion von Friends of the Earth, und das Transnational Institut mitmachen. Nisko Doppelboer, unser Redner, ist Mitglied der Arbeiterpartei in den Niederlanden. Er war von 2003 bis 2006 Abgeordneter im holländischen Parlament. Er hat sich Zeit seines Lebens für die Weiterentwicklung der Demokratie eingesetzt und unter anderem das Instrument der Volkspetition in den Niederlanden auf den Weg gebracht. Wir freuen uns nun, mehr über die geplante Volksinitiative zu erfahren. Heißt mit mir Nisko Doppelboer. Herzlich willkommen. Hallo Hannover. Ich will erstmal ein Foto machen von ihr, weil ihr seid die Helden gegen TTIP und CETA. Mein Name ist Nisko Doppelboer und ich habe mich total begeistert von der Einladung, um hier in Hannover zu euch zu sprechen über was wir in Holland machen. Und was wir wollen, ist eigentlich ganz einfach. Das letzte Wort. Was wir brauchen in Holland, in Deutschland, in Europa, ist mehr Demokratie. Und das kann nicht sein, dass
so wichtige Fragen, wie sie in CETA und TTIP verhandelt werden, ohne uns verhandelt und abgehandelt werden. Was wir brauchen in Holland, in Deutschland und Europa, ist die Volksabstimmung. TTIP und CETA bedrohen den demokratischen Spielraum. Gesetze werden hinter geschlossenen Türen abgesprochen mit Kanada und den USA, mit großen multinationalen Konzernen, die Gesetze in ihren Interesse beeinflussen wollen. Neben TTIP gibt es, wie auch schon gezeigt hier, auch CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada. Und in Holland richten wir uns jetzt auf CETA ein, weil der Vertrag schon fertig ist und Ende dieses Jahres im Nationalparlamenten abgestimmt werden soll. Und CETA ist das Einfallstor für ein undemokratisches System, in dem Abgeordnete, geschweige denn den Menschen, weniger oder gar nichts zu sagen haben. 80% von den US-amerikanischen Firmen haben Tochterfirmen in Kanada und dadurch direkten Einfluss über CETA auf die europäischen und nationalen Gesetze. Und natürlich sind wir besorgt. Natürlich lehnen wir das ab. Natürlich wollen wir die Demokratie bewahren. Wir wollen die Demokratie retten. Viele Holländer sind über die Freihandelsverträge CETA und TTIP besorgt. Und wie in Deutschland äußern sich viele Holländer dagegen. In Holland gibt es seit kurzer Zeit das Recht auf Volksabstimmung, um über Gesetze des Parlaments abzustimmen. Und wir haben die Möglichkeit, Volksabstimmungen zu erzwingen. Wir können Gesetze, die durch Kongress und Senat schon angenommen sind, blockieren. In Holland braucht man dafür 300.000 Unterschriften und dann ist die Regierung verpflichtet, ein Referendum zu organisieren. Und durch diese Volksabstimmung wird es in den Niederlanden eine breite gesellschaftliche Debatte geben und wir werden uns einmischen und unsere Stimme wird gehört werden. Und natürlich hat die andere Seite mehr Geld. Aber wir haben die besseren Argumente und wer sieht mehr? Wir sind in Holland schon angefangen und haben in kurzer Zeit schon mehr als 110.000 Unterschriften gesammelt. Das zeigt, der Widerstand gegen CETA und TTIP lebt. Zusammen mit Foodwatch, Friends of the Earth Holland und Transnational Institute haben wir diese Initiative in Holland angefangen. Und es wäre gut, wenn auch Deutschland die Volksabstimmung auf Nationalebene bekommt. Auch das zeigt der Streit um CETA und TTIP, dass es nicht genügt, den Parteien die Entscheidung zu überlassen. Wir wollen die Entscheidungsfreiheit für wichtige Fragen und Themen auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Wir wollen nicht weniger Demokratie, sondern mehr Demokratie. Und deshalb sind wir gegen TTIP und CETA und fordern, dass beide Verträge drastisch geändert oder vom Tisch gewischt werden. Und wenn das nicht geht, dann wollen wir das letzte Wort haben. Dann wollen wir eine Volksabstimmung über CETA und TTIP. Wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen einander. Wir wollen ein neues Europa, wo die Menschen entscheiden, was passiert und nicht Technokraten und Konzerne. Und das bedeutet mehr Demokratie. Wir machen weiter. Wir kämpfen für mehr Einfluss. Wir kämpfen für mehr Demokratie. Ich danke Sie ganz herzlich, dass ich hier das sagen kann. Vielen Dank und viel Erfolg.
wir kommen jetzt zu einem Thema, über das wir auch reden müssen. Geld. Diese Demonstration kostet tatsächlich Geld. Diese Bühne hier, auf der wir stehen, die Lautsprechertürme, die vielen Plakate, die wir gedruckt haben und die Flyer, all das kostet leider auch Geld. Ich bitte deswegen Christina auf die Bühne. Christina ist eine von vielen Spendensammlerinnen. Gebt ihr einen großen Applaus. So nett sehen also die Menschen aus, bei denen ihr euer Geld loswerden könnt heute. Also, wenn ihr Christina oder eine ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter irgendwo seht, seid bitte so lieb und öffnet euer Herz und euer Portemonnaie. Jeder kleine Betrag hilft. Und wir sind so viele, mit vielen, vielen kleinen Beträgen kriegen wir das Geld ganz schnell zusammen. Vielen Dank. Aber auch hier in Deutschland, nicht nur in den Niederlanden, müssen wir uns nicht verstecken. Im Großen nicht und auch nicht im Kleinen. Im ganzen Land gibt es, wir haben vor kurzem eine Strategie- und Aktionskonferenz gehabt, wo aus allen Teilen dieser Republik Vertreter von Initiativen da war. Gab es lokale und regionale Bündnisse, die außerordentlich aktiv sind gegen TTIP und CETA. Und in diesen Bündnissen arbeiten Menschen mit, wie Hanni Grammann, um TTIP und CETA zu verhindern. Hanni Grammann kommt aus Bückeburg. Sie ist pensionierte Lehrerin und aktiv bei ATTAC. Sie engagiert sich für ATTAC Deutschland und ATTAC Hannover, ist im ATTAC-Koordinierungskreis und in der AG Welthandel und WTO. Begrüßt mit mir ganz herzlich Hanni Grammann. Und Freunde eines gerechten Welthandels. Beeindruckend, dass eine so riesige Menschenzahl nach Hannover gekommen ist. Super, dass ihr heute da seid. Erst ab morgen wird ein Großaufgebot der Elite aus Wirtschaft und Politik eintreffen, um sich ein Stelldichein bei der Hannover Messe zu geben. Wer sich da angesagt hat, das ist ja vorhin schon benannt worden. Liebe Freundinnen und Freunde, einzig und allein für eine Messe, für einen Auftritt auf der Weltbühne für vernetzte Industrie, werden die ja wohl nicht gekommen sein. Diesen Gästen geht es doch um viel mehr. Die Messe wird zur perfekten Kulisse für die Werbeshow der TTIP-Befürworter und der TTIP-Profiteure stilisiert. Bei dieser Aufführung. Mit Recht. Deutlich hat das kürzlich Frau Malmström zu verstehen gegeben. Die EU-Kommissarin rügte den Protest der TTIP-Gegner als völlig unberechtigt. Ihr Versuch, uns zu umgarnen mit Aussagen wie TTIP werde die hohen Standards und Werte der EU schützen können. Und auch ihre Drohung, andere würden dann die Regeln der Globalisierung schreiben, wenn nicht die USA und die EU. Die verfangen nicht bei uns. Unser Widerstand ist keine Laune von Hysterikern. Unser Widerstand hat gute Gründe. Wir lehnen die süßen Beruhigungspillen der politischen Elite ab. Denn was da harmlos als Freihandel daherkommt, meint liberalisierte, unbegrenzte Märkte. Freihandel ist seit vielen Jahren knallharter Kern der EU-Außenhandelsstrategie. Unter dem Deckmantel des freien Warenverkehrs soll Konzernen im Binnenmarkt und weltweit bestmöglicher Zugang zu Märkten und Investitionen verschafft werden. Und ihre Konkurrenzfähigkeit soll global gestärkt werden. Dafür werden Konzernrechte gestärkt und ausgeweitet. Dafür werden die Regeln der Reichen in umfassenden völkerrechtlichen Handelsverträgen verankert. Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze. Diese Versprechungen sind nur süßes Gesäusel
von dem wir uns nicht einschläfern lassen. Die Trägerin des alternativen Nobelpreises, Vandana Shiva, formulierte bereits vor vielen Jahren treffend: Freihandel ist der Protektionismus der Mächtigen. Für deren Schutz verspielt die politische Elite das Recht politischer Regulierung, sodass gesellschaftliche Errungenschaften auf der Strecke bleiben. TTIP und CETA, dieses böse Brüderpaar aus der Familie der Freihandelsabkommen, stellt das bislang bisher weitestgehend versucht dar, demokratische Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen, hier und jenseits des Atlantik, und eine marktkonforme Demokratie durchzusetzen, beispielsweise durch Schiedsgerichte. In vielen Investitions- und Freihandelsverträgen sind sie längst Standard. Auch durch TTIP und CETA sollen Schiedsgerichte eingeführt werden und Investoren sollen Sonderklagerechte erhalten. Und zwar dann, wenn sie ihr Recht auf Profit verletzt sehen. Eine Politik im Interesse der Allgemeinheit würde damit massiv erschwert. Die Umetikettierung des sogenannten Investorstaatsschiedsverfahrens ISDS zum Handelsgerichtshof, zum Handelsgerichtssystem ISC, ändert daran absolut nichts. Investoren genießen im Gastland Sonderklagerechte außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit. ISDS zu ICS. Ein neues Etikett macht aus einer Flasche Essig noch längst kein Champagner. Etikettenschwindel. Sieht so Demokratie aus? Marktkonform. Durch die regulatorische Zusammenarbeit der Vertragsstaaten sollen Gremien von ungewählten Bürokraten und Wirtschaftsvertretern Gesetzesvorhaben daraufhin prüfen, ob dadurch ihre Interessen beeinträchtigt würden. Damit werden Wirtschaftslobbyisten Tür und Tor geöffnet und unliebsame politische Regulierung aus dem Verkehr zu ziehen. Und das, bevor Parlamente und Öffentlichkeit von diesen Gesetzesvorhaben überhaupt erfahren. Komfortzonen für Konzerne. Sieht so Demokratie aus? CETA. Cecilia Malmström und die kanadischen Handelsministerien schwärmen von einem wahren Goldstandardabkommen. Um den Ratifizierungsprozess rasch abzuschließen, wäre es aus Ihrer Sicht vorteilhaft, die nationalen Parlamente bei der Abstimmung ganz draußen vorzulassen. Möglich wäre das über ein reines EU-Abkommen. Und wenn das nicht klappt und es sollte ein gemischtes Abkommen werden, dann gibt es da doch noch den Trick mit der vorläufigen Anwendung. Des Abkommens könnten dann nach dem Jahr des EU-Ministerrates und des EU-Parlaments bereits angewendet werden, bevor die Parlamente der Mitgliedstaaten über den Vertrag als Ganzes abgestimmt hätten. Bereits diese Vorläufigkeit schafft Fakten im Sinne der CETA-Befürworter. Und falls nun doch ein Parlament mit Nein stimmen sollte und CETA würde nicht ratifiziert, so könnten Investoren ihre Privilegien noch über Jahre ohne Einschränkung nutzen. Maulkorb für Parlamente. Sieht so Demokratie aus? Schiedsgerichte, regulatorische Kooperation, vorläufige Anwendung, TTIP und CETA. Das sind Wunschkonzerne für Konzerte für Konzerne und Investoren. Marktkonforme Demokratie, da machen wir nicht mit. Wir streiten für eine grundlegende Wende in der Handels- und Wirtschaftspolitik, für ein demokratiekonformes Wirtschaftssystem, in dem Profitinteressen von Konzernen
beiseite gestellt werden und die Bedürfnisse von Menschen, Menschenrechte, Umwelt und Demokratie an die erste Stelle gerückt werden. Dafür stehen wir. Vielen Dank, Hanni. Wir alle kämpfen hart mit dir daran, TTIP und CETA zu verhindern. Stopp TTIP, stopp CETA! Und wenn wir TTIP und CETA verhindern wollen, dann spielen die Parteien und die Parlamente schon eine besondere Rolle. Deshalb freuen wir uns heute, genauso wie wir es in Berlin schon hatten, ein Gespräch mit den Parteienvertretern zu führen, den Politikern zu führen, der im Bundestag vertretenen Parteien, die sich kritisch zu TTIP und CETA geäußert haben. Und die sind hier in der Mitte Tobias Pflüger, stellvertretender Parteivorsitzender der Partei Die Linke. Und Dr. Simone Peter, Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen. So wie hier Matthias Mirsch, Mitglied des Bundestages, Vorsitzender der Parlamentarischen Linken in der Fraktion der SPD. Tobias Pflüger, die Linke hat sich klar gegen TTIP und CETA positioniert. Wie sieht die Strategie der Linkspartei aus, um dies auch tatsächlich durchzusetzen? Ja, es geht im Wesentlichen darum, quasi in vier Bereichen gegen TTIP was zu machen. Ich glaube, wir müssen die Menschen aufklären darüber, was dieses Abkommen bedeutet. Die CDU hat ja davon gesprochen, es sei die zweite Säule der transatlantischen Zusammenarbeit. Nämlich, wir sagen ja, es ist sowas wie eine Wirtschafts-NATO. Wir wollen dieses Abkommen nicht. Wir wollen keine Wirtschafts-NATO. Wir wollen Protest und Widerstand, so wie heute hier auf der Demonstration, weiter stärken, auch als Partei Die Linke. Ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist Druck von unten gegen diese Abkommen TTIP und CETA. Ja. Liebe Simone Peter, die Grünen haben sich klar gegen TTIP und CETA auf der Grundlage der jeweiligen Mandate ausgesprochen. Bleibt es dabei, auch im Hinblick auf den jetzt fertig verhandelten Vertrag CETA? Wir haben uns ganz klar gegen die Abkommen ausgesprochen, die immer noch undemokratische, unfaire Schiedsgerichte enthalten, die immer noch demokratische Entscheidungen unterhöhlen, die immer noch vorhaben, dass wir Standards im Umwelt-, im Sozial-, im Verbraucherschutzbereich, die mühsam erarbeitet und erkämpft wurden, dass diese unterhöhlt werden. Davon wollen wir weg. Für uns ist ganz klar, wir müssen TTIP stoppen, da haben wir eine ganz klare Beschlusslage und wir müssen vor allen Dingen CETA jetzt auf dem Weg in die europäische Abstimmung muss gestoppt werden. Das ist ein ganz klares Signal an Angela Merkel und die Bundesregierung. Wenn wir CETA auf den Weg bringen, dann wird auch der Weg für TTIP gebreitet, verbreitet. Wir brauchen demokratische Verfahren. Wir wollen, dass unsere Standards erhalten bleiben. Wir wollen keine intransparenten und unfairen Verfahren, die sich gegen die Bevölkerung, gegen die kommunale Daseinsvorsorge, gegen die Entwicklungsländer, gegen die Menschen in der ganzen Welt richten. Das kann nicht sein. Deswegen stopp TTIP und CETA. Matthias Mirsch, die SPD hat sich im letzten Jahr im Konvent klare rote Linien für TTIP und auch für CETA gegeben. Nun liegt der Vertrag mit Kanada auf dem Tisch. Bleibt es dabei? Wie sieht es aus? Wird sich die SPD für oder gegen CETA aussprechen? Die SPD wird wahrscheinlich im September einen großen Parteikonvent veranstalten. Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir augenblicklich in der Partei noch ordentlich diskutieren. Meine Forderung ist, dass wir diese roten Linien, die wir gezogen haben, sehr, sehr ernst nehmen. Und dass wir jetzt den Text, der vorliegt,
wirklich vergleichen mit den roten Linien, die wir haben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sollten schon den Rednern zugestehen, dass sie die Konsequenz dessen, was sie sagen wollen, auch sagen können. Ich glaube, dass man uns das Vertrauen geben kann, weil viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, auch heute hier sind. Und ich finde, wir sollten unseres nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ich bin dafür, dass wir diese Bedenken, die Sie hier artikulieren, ernst nehmen. Und das werden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Kurze Bitte. Ausreden. Wir lassen einander ausreden. Ich glaube, Matthias Mürsch hat jetzt mitbekommen, dass hier ein erheblicher Unmut ist. Wir machen weiter mit unserer Diskussion. Die Grünen haben zusammen mit den Linken ja eine Sperrminorität im Bundesrat. Würden Sie das nutzen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, für ein Nein zu CETA bei den anstehenden Abstimmungen im Rat der EU? Wir haben schon viel Druck ausgeübt, indem wir eine Bundesratsabstimmung vorangebracht haben, die ganz klar an die Bundesregierung gerichtet war, Verfahren zu stoppen, Abkommen zu stoppen, die undemokratischen Schiedsverfahren und das Aushebeln von Standards vorsehen. Wir haben immer wieder Dokumente geleakt, um Transparenz herzustellen, weil das Hauptproblem ist, dass das Verfahren schon völlig intransparent eingeleitet wurde. Wir haben jetzt von der Bundestagsfraktion geklagt, dass wir Einsicht in die Dokumente bekommen, und wir werden weiter Stimmen und Stimmung machen, und dafür brauchen wir aber genau die Zivilgesellschaft. 3,4 Millionen Unterschriften gegen CETA und TTIP, 250.000 in Berlin, und wir werden täglich mehr, und dann haben wir auch eine starke Kraft in den Parlamenten, liebe Freundinnen und Freunde. Im Bundesrat wird man demnächst noch mehr von den Grünen dann hören. Wie gesagt, ein Antrag ist eingebracht, da haben wir eine gute Rückmeldung bekommen, eine gute Abstimmung. Wir machen weiter mobil. Für uns ist ganz klar, die Landesverbände haben sich deutlich positioniert, und wenn es in die Parlamente kommt, werden wir gegen Verfahren, gegen Abkommen stimmen, die solche Schiedsgerichte enthalten, die demokratische Rechtsverfahren aushebeln, die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mitnehmen. Da sagen wir ganz klar Nein, und das wird auch die Abstimmung nachher im Bundestag und im Bundesrat zeigen. Und dieselbe Frage habe ich natürlich auch an Tobias Pflüger. Auch die Linken spielen eine wichtige Rolle bei der Sperrminorität im Bundesrat. Werden denn auch die Landesregierungen mit linker Beteiligung, nämlich in Brandenburg und in Thüringen, werden die auch an unserer Seite stehen? Brandenburg und Thüringen, das ist besprochen innerhalb der Linken. Da werden jeweils die Linken innerhalb der Landesregierung für ein Nein zu TTIP und CETA stimmen. Und es wird zu einer Enthaltung, sprich zu einer Gegenstimme de facto im Bundesrat führen. Was mir sehr wichtig ist, Simone Peters ist ja leider der Antwort gerade ausgewichen. Ich komme aus Baden-Württemberg und ich weiß, dass in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann derzeit vorhat, diesem Abkommen zuzustimmen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir müssen von hier aus nicht nur einen Appell an Angela Merkel und Sigmar Gabriel geben, sondern auch an Winfried Kretschmann. Sagt Nein zu TTIP und CETA! Eine ganz kurze Reaktion. Ich finde es unfair, dass es hier für Populismus genutzt wird. Tempeck hat vor den Wahlen die drei Landesregierungen abgefragt. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. Die Antworten waren ganz klar und eindeutig. Es gibt diese Beschlusslagen in diesen drei Landesverbänden, und deswegen Nein zu CETA und TTIP, und das werden wir auch deutlich machen in den nächsten Monaten. Da müsst ihr den Druck von der Straße erhöhen, aber wir Grüne stehen zu unserem Wort, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr seid gespalten. Sagen wir's mal. Ja, wir werden auf jeden Fall darauf achten, dass das auch so passiert, und wir werden das...
Wir werden das natürlich auf unsere Weise lösen. Ich werde jetzt nicht ein bisschen vorgreifen schon. Wir werden natürlich im Herbst uns auch wieder treffen auf der Straße. Und dann werden wir auch in Stuttgart sein. Und dann werden wir dort das auch dort vor Ort direkt thematisieren. Matthias Wirsch, Sie haben sich persönlich klar und sehr deutlich gegen einen Beschluss des Rates zur vorläufigen Anwendung von CETA ausgesprochen. An dieser Stelle auch nochmal an Sie persönlich einen besonderen Dank dafür. Ich finde es auch ein bisschen unfair, wenn man diejenigen ausbuht, die hierher kommen und die auf unserer Seite eher stehen. Das sollten wir bei anderen tun. Deshalb. Dafür insofern erst einmal Dank, aber auch die Frage verbunden, wie verhindern wir das tatsächlich? Es ist ganz klar, ich finde, dass kein deutscher Minister im Europäischen Rat ohne ein Votum des Deutschen Bundestages für eine vorläufige Inkraftsetzung stimmen kann. Das wäre eine Missachtung des nationalen Parlaments und nationale Interessen sind allemal berührt bei diesem Abkommen. Insofern, glaube ich, brauchen wir noch viele, viele dieser Demonstrationen, um auch den Letzten zu überzeugen, dass hier sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Ich verspreche mir davon, dass die Europäische Union selbst zur Einsicht kommt, dass man hier nicht mit dem Kopf durch die Wand kann. Man wird genau das Gegenteil erreichen. Man darf hier, man muss die Leute mitnehmen, man muss diskutieren, aber man kann nicht vorläufig in Kraft setzen und Fakten schaffen. Das wäre alles andere als demokratisch. Tobias Flüger, gegen TTIP und CETA zu sein, ist das eine. Und Sie haben das ja eben sehr deutlich gemacht, dass die Linkspartei das ist. Aber was sind denn die Alternativen der Linkspartei für eine andere Handelspolitik? Es gibt ja einen Vorschlag von einer Reihe von Nichtregierungsorganisationen für ein sogenanntes alternatives Handelsmandat. Ich glaube, dass wir als Linke uns das zu eigen machen können. Zentral ist, dass es keinen Abbau von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten gibt, dass es keinen Abbau von ökologischen Standards gibt und dass eben nicht weiter auf Privatisierung gesetzt wird. TTIP und CETA sind sowas wie Brandbeschleuniger in diesem Bereich Privatisierung und Abbau von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Deshalb lehnen wir das ab und wollen sowas wie dieses alternative Handelsmandat. Simone Peter. Was werden die Grünen tun, um eine schlagkräftige Bewegung gegen TTIP und CETA zu unterstützen? Die Grüne kommen aus der Bewegung, die sich immer dafür eingesetzt hat, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die sozialen Rechte, die Umweltrechte eine Stimme haben. Und ich habe vor 30 Jahren gegen das Gentechnikgesetz als Biologin gekämpft, dass Konzerne wie Monsanto keinen Fuß in die Tür bekommen, um ihre Gentechnikprodukte hier umzusetzen. Das treibt uns Grüne an. Darauf könnt ihr euch verlassen, dass wir dafür einstehen, diese Standards zu schützen. Wir werden auf allen Ebenen mit euch als Zivilgesellschaft, mit den Parlamenten in den Bundesländern, auf der nationalen Ebene, aber natürlich auch im Europaparlament gegen TTIP und gegen CETA weiter argumentieren. Wir werden weiter klagen, wir werden weiter unsere Argumente vorbringen und ich bin sicher, wir werden weiter wachsen, um diese Abkommen zu stoppen. Deswegen nein zu CETA und TTIP. Die nächsten Bundestagswahlen sind nicht mehr so weit weg. In anderthalb Jahren werden wir, also die Wählerinnen und Wähler, wieder das Wort haben, auch über TTIP und CETA. Und meine Frage, Matthias Mirsch, was werden Sie und die Parlamentarische Linke im Bundestag tun, um ein klares Nein zu TTIP und CETA bei den Bundestagswahlen der SPD einzutreten? Ich glaube, zentral wird sein, das aufzunehmen, was wir jetzt augenblicklich in der Bevölkerung spüren. Viele Leute hadern mit dem, was wir in vielen, vielen Jahren ja erleben, wo viele Konzerne aufgrund von Abkommen, die es längst gibt, schon ihre Interessen gegen die Bevölkerung durchsetzen. Das Zentrale wird sein, dass wir die Alternativen bezeichnen. Es ist doch eigentlich schizophren, dass wir sagen, die WTO funktioniert nicht, internationale Gerechtigkeit funktioniert nicht. Parallel dazu hat die internationale Staatengemeinschaft im letzten Jahr das Klimaschutzabkommen durchgesetzt. Es sind Nachhaltigkeitsziele allgemein vereinbart worden. Das ist doch Rückenwind für Alternativen und daran müssen wir arbeiten. Und dann, glaube ich, sind die TTIP und die CETA-Befürworter absolut in der Minderheit.
Ja. Danke an Tobias Pflüger, Simone Peter, Matthias Mirsch. Vielen Dank, dass ihr euch hier, Sie sich hier dem, der Diskussion gestellt haben. Das bedeutet uns allen sehr viel. Ja, das Das Verhältnis von Parteien zur Bewegung ist nicht immer spannungsfrei. Das kann es auch gar nicht sein. Umso wichtiger ist es, dass sich Parteien hier den Diskussionen stellen. Aber